Moin Moin, an einem VW T5 am Transporter, da will ich euch zeigen, wie ihr die Koppelstangen wechseln könnt, wenn ihr unterwegs Klappergeräusche habt, wenn ihr merkt, da sind irgendwie so ja, metallische Geräusche zu hören, vor allem wenn man über irgendwelche Unebenheiten fährt, da ist es meistens, dass eine Koppelstange irgendwie ja, ausgeschlagen ist und ich will euch zeigen, wie ihr hier an so einem VW T5 an einem Transporter, wie ihr die Koppelstangen wechseln könnt. So, wir beginnen damit, dass die fünf Radbolzen erstmal raus müssen, eine 19x6 Gantschraube und alle fünf Bolzen entfernen. So, das sind meine Koppelstange. Woran merke ich, dass sie defekt ist? Wenn die Manschetten oben, unten defekt sind, sieht man es natürlich optisch. Man hört es auch raus, wenn man fährt und über einen Huckel fährt, dann knackt es hier. Oder wenn ich das Ganze hoch und runter bewege, da dürfte kein Spiel sein und hier sehen wir Spiel und man hört auch so schon das Knacken heraus. Ja, wie gehe ich vor? Das Gewinde hier einmal sauber machen, genau unten dasselbe. Dann ist das hier eine 18er Mutter und die muss heruntergeschraubt werden. Sitzt aber wahrscheinlich so fest, dass ich das Ganze nicht runterkriege. Ich habe hier noch eine Aufnahme, entweder eine Sechskantaufnahme oder eine Infielzahnaufnahme, je nachdem, was für eine Koppelstange verbaut ist. Hier dann das Ganze kontern und die 18er Mutter losdrehen. Wenn das gar nicht geht, müssen wir das Ganze hier hinten wegflexen oder wegsägen. Wir probieren es einfach mal. So, als erstes das Gewinde sauber machen, ansonsten kriegen wir die Mutter nie runter. Dasselbe auch hier unten drunter. Rostlöser schadet auch nicht. Und vielleicht habe ich ja Glück, dass ich die so runterkriege, bezweifle ich eigentlich, aber wir probieren es einfach mal. Der 18er Sechskant. Nein, funktioniert nicht. Also eine 18er Ratsche und das ist ein Sechskant, ein 6er Sechskant in meinem Fall. Den muss ich hier erstmal reinhämmern, da das Ganze so korrodiert ist. Wenn das Gewinde jetzt ordentlich sauber gemacht worden ist, dann könnten wir die Mutter runterkriegen. Aber ich sehe schon, der zieht da wieder ordentlich Dreck mit. Ah, hier muss man auf jeden Fall ein bisschen hin und her spielen, dass man das Ganze runterkriegt. Oder man flext das Ganze direkt von Anfang an runter. Versuche das Ganze jetzt wieder etwas drauf zu bekommen. Keine Chance. Dreht schon alles mit. Das heißt, das Ganze wird weggeflext. So. Ich habe mich für die Säge entschieden. So, nachdem das Ganze durchgesägt ist, kann die hier schon mal entnommen werden. Jetzt dasselbe Spiel an der unteren Schraube. Ich hoffe, dass ich hier mehr Glück habe, aber ihr habt es gesehen. Da ist nicht viel Hoffnung, dass da was funktioniert. Sitzt auf jeden Fall sehr, sehr fest. Ja, keine Chance. Von daher sehe ich den hier direkt einfach weg. So, rausgesägt ist das Ganze. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück, aber ihr seht, ja, das Ganze war oben und unten so festgegammelt, dass man es nicht rausbekommen hat. Die Aufnahme jetzt sauber machen und dann kommt da schon die neue Koppelstange zurück. So, und jetzt die neue Koppelstange halt genauso wieder zurückmontieren und ziehe das Ganze handfest. Ich meine, die kriegen wir nur bei 45 Minuten. Ich kann das aber euch in das Video schreiben. Ich ziehe die einfach handfest. Natürlich kontern beim Festziehen. So, ebenfalls eine 18er. Das hier kann los. Ich habe mir meine Bremsleitung weggehängt.
damit ich die nicht versehentlich ansäge. Auch hier wieder eine 18er Mutter und eine 6er Sechskant zum Kontern. Oben ist das Ganze fest, nur noch unten. Dann stehe ich hier wie folgt vor. Hier hinter mit einer etwas längeren Sechskantnuss. Dann kommt ihr hier auf die Aufnahme, damit das Ganze auch festgezogen werden kann. Das könnte alles so einfach sein, wenn sich das immer leicht löst, aber das ist der allermeiste Regelfall, dass sich das hier nicht von selbst lösen lässt. So. Jetzt ist das Ganze optimal. Jetzt kann das Rad zurückmontiert werden. Und auch hier ganz wichtig, alle 5 Schrauben über Kreuz anzuziehen und in dem Fall mit 180 Newtonmeter anziehen, auch über Kreuz, und nach 50 Kilometern, da das eine Alufelge ist, das Ganze nochmal nachziehen. Ja, ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch helfen, und wenn es euch gefallen hat, ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten gute Fahrt und frohes Schaffen. Ciao.